Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute die Katja. Hallo. Und schau mal, Katja, wir sind kleine Ninjas. Das ist wirklich so nice. Wir haben hier eine kleine Wurfsterne und schau mal, die können wir werfen. Und dafür bekommen wir wirklich richtig viele Punkte hier insgesamt. Okay, Moment mal. Mein Rucksack ist jetzt auf jeden Fall voll. Das bedeutet, ich kann hier vorne alles verkaufen gehen. So, alles tipptopp verkaufen. Jetzt sieht man hier auf der Seite, ich habe 10 Geld. Und hier vorne können wir unseren Rucksack erweitern. Das ist so cool. Da können wir noch mehr Punkte, naja, sammeln insgesamt. Und hier vorne können wir unseren Wurfstern noch ein bisschen stärker machen. Das bedeutet, wir bekommen dadurch noch mehr Punkte. Der nächste Wurfstern kostet 50 Geld. Das ist richtig doll teuer. Okay, dann sammle ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Punkte. So, zack, zack, zack. Oh, das macht wirklich so doll viel Spaß. Und Moment, mein Karte, mein Rucksack ist wieder voll. Das bedeutet, ich kann hier wieder alles tipptopp verkaufen gehen. Jetzt habe ich schon 20 Geld. Oh, das ist so cool. Und warte mal, Karte, wie viel kostet denn hier der nächste Rucksack? Der nächste Rucksack kostet 50. Wow, wie teuer ist das denn? Okay, okay. Dann würde ich sagen, ich spare, bis ich 50 Geld habe. Und da kann ich mir einen neuen Rucksack holen. Und zack, mein Rucksack ist wieder voll. Das gehe ich alles wieder verkaufen. Gleich habe ich 50 Geld insgesamt. Und das klappt wirklich so doll gut. So, das wird auch verkauft. Oh Gott, ich habe 50 Geld. Und jetzt kann ich mir hier den tiptop besseren Rucksack holen. So, bitte den hier holen. Und bitte ausrüsten. Oh, sehr nice. Und jetzt kann ich 25 Punkte sammeln. Ich habe jetzt auch den besseren Rucksack. Und mein Rucksack ist gleich auch wieder voll. So, jetzt habe ich 25 Punkte. Die kann ich hier wieder verkaufen insgesamt. Dafür bekomme ich 25 Geld. Und ich würde sagen, als nächstes upgrade ich meinen Wurfstern, damit ich pro Wurf noch mehr Punkte bekommen. Oh, hallo Galter, das ist ja wirklich sehr nice. So, jetzt habe ich hier schon 33 Geld und gleich kann ich mir einen besseren Wurfstern holen. Das macht so doll viel Spaß. Wir sind so doll coole Ninja hier insgesamt. Oh, stimmt. Okay, warte mal. Ich muss die ganze Zeit so viel verkaufen und ich kann mir jetzt für 300 gleich auch schon den nächsten kaufen. Und Moment mal, wir können uns hier für 10.000 Geld das nächste Gebiet freischalten. Das ist ja wirklich richtig doll teuer und wir können uns hier auch sogar kleine süße Haustierchen uns holen. Haustiere sind nice. Wie viel kosten Haustiere? Die Haustiere kosten 500 Geld. Oh, das ist so teuer. Okay, okay. Dann kann ich auf jeden Fall hier wieder meine ganzen Punkte verkaufen. So, und Moment mal. Ich habe jetzt 65 Geld. Und damit kann ich mir jetzt einen besseren Wurfstern holen. Oh, wie cool ist das denn? So, bitte einen besseren Wurfstern. Den kann ich mir für 50 holen. Und der nächste Wurfstern kostet 100 Geld. Oh, und jetzt bekomme ich richtig doll viel mehr Punkte hier insgesamt. Das klappt sehr doll gut. Und Moment mal, Katja. Oh, ich kann hier wieder alles verkaufen. Jetzt habe ich 40 Geld. Oh, sehr cool. Hast du schon den noch besseren Wurfstern? Den habe ich jetzt auch schon. Oh, sehr gut. Moment mal, ich habe jetzt auch gleich wieder 100 Geld insgesamt. So und so und so. Bitte hier die ganzen Wurfsterne werfen. Ah, sehr nice. Und das kann ich auch wieder verkaufen. Jetzt habe ich schon 95 Geld. Und jetzt habe ich 110 Geld. Und ich kann mir den noch besseren Wurfstern holen. Oh, sehr nice. Und Katja? Ja? Wie viel kostet denn der nächste Rucksack insgesamt? 700. Oh, 700 Geld. Das ist sehr gut. Okay. Und ich bekomme pro Wurf 10 Punkte insgesamt. Das klappt so gut. Okay, okay. So und so und so. Bitte hier alles wieder verkaufen insgesamt. Oh, Moment mal, Karte. Ich habe gleich 700 Geld und kann mir damit den nächsten Rucksack holen. Das ist sehr nice. So, 700 Geld insgesamt. Dann kann ich mir hier den nächsten Rucksack holen. Bitte den Rucksack hier. Oh, wie cool ist das denn? Jetzt kann ich 100 Punkte in meinem Rucksack einlagern und der nächste Rucksack kostet 3200 Geld. Das ist so teuer. So, bitte 100 Punkte insgesamt sammeln und wenn ich die 100 Punkte verkaufe, kriege ich richtig, richtig viel Geld. Oh, wie cool ist das denn? Und Moment mal, wie viel kostet denn hier vorne der nächste Wurfstern? Und der nächste Wurfstern kostet 300 Geld und der darauf folgende 700 und der danach 3250. Das ist sehr gut. Okay, dann kann ich hier auf jeden Fall alles verkaufen insgesamt. Das klappt so gut. Dann würde ich sagen, ich spare, bis ich 700 Geld habe und ich kann mir jetzt den nächsten Wurfstern holen. Oh, sehr nice, Leute. Wir sind so eine coole Ninja hier insgesamt. So, dann kann ich mir hier auf jeden Fall den richtig coolen Wurfstern für 700 Geld holen. So, bitte den ausrüsten. Oh, tipptopp. Und Moment mal, jetzt kriege ich pro Wurf 30 Punkte. Mein Rucksack geht jetzt wirklich richtig schnell voll und der nächste Rucksack kostet 3000 Geld. Das ist wirklich richtig doll teuer. Okay, dann kann ich hier auf jeden Fall noch ein paar mehr Wurfsterne werfen. So, zack, zack, zack. Das macht richtig viel Spaß. Hallo, Katja. Hallo. Oh, und du hast schon den besseren Rucksack. Oh, stimmt, der ist richtig nice. Damit kann ich 250, naja, haben. Oh, das ist sehr nice. Ich hole mir auch als nächstes den besseren Rucksack. Tipptopp, jetzt habe ich gerade 860 Geld und der nächste Rucksack kostet 3000 Geld. Oh, sehr nice. Ich habe jetzt 3170 Geld. Damit kann ich mir auf jeden Fall den besseren Rucksack kaufen. Nein, der kostet 3200 Geld. So, nein, was ist denn hier los? Moment mal. Das bedeutet, ich muss hier noch ein bisschen was verkaufen. So, zack, zack, zack. Noch ein paar mehr Wurfsterne werfen. Mein Rucksack ist voll. Das kann ich hier alles wieder verkaufen. Und jetzt kann ich mir den besseren Rucksack holen.
holen. Oh, das ist sehr gut. Moment mal. Bester Rucksack insgesamt. Und zack. Und der nächste Rucksack kostete 6.500 Geld. Das ist so teuer. Und jetzt habe ich hier auch den schönen blauen Rucksack. Und damit kann ich 250 Punkte lagern. Und die kann ich hier auch alle verkaufen. Das klappte richtig, richtig doll gut. Dann würde ich sagen, ich upgrade auf jeden Fall hier meinen Wurfstern noch ein bisschen. Und der nächste kostet 8.500 Geld. Wow, sehr nice. Okay, mit dem Wurfstern mache ich auf jeden Fall jetzt 40 Punkte pro Wurf. Oh, das ist sehr nice. So und so und so. Und dadurch bekommt man richtig doll viele Punkte. Die kann man hier alle verkaufen. Das macht richtig doll viel Spaß. Hallo, Gaja. Hallo. Zack und zack. Das wird hier auch verkauft. Jetzt habe ich schon 1.500 Punkte insgesamt. Und Moment mal, wie viel kostet der nächste Rucksack? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der nächste Rucksack kostet 6.500 Geld. Oh, das ist wirklich sehr nice. Okay, okay. Dann würde ich sagen, ich verkaufe hier auf jeden Fall noch ein paar mehr Punkte. Oh, sehr gut. Und warte mal, Kater. Ich habe jetzt 7.150 Geld. Das bedeutet, ich kann mir hier den nächsten Rucksack holen. Das hier ist der rote Rucksack. Oh, wie cool ist das denn? Der nächste Rucksack kostet 14.000 Geld. Aber ich würde sagen, als nächstes hole ich mir einen besseren Wurfstern. Das ist wirklich sehr nice. Moment mal. Der kostet 8.500 Geld. Okay, okay. Dann würde ich sagen, ich spare, bis ich 8.500 Geld habe. Dann hole ich mir den besseren Wurfstern. Und ich kann hier durch meinen besseren Rucksack wirklich so, so viele Punkte lagern. Sehr nice. So und so und so. Dann bekomme ich hier 1.000 Geld. Dann kann ich hier noch mehr Punkte lagern. Das klappt richtig, richtig doll gut. Und Katja, weißt du was? Was denn? Ich kann mir schon das erste Haustier holen. Du Guter, ich muss noch sparen. Oh nein, und ich bin so gespannt, welches Haustier ich bekomme. Das wird so nice. Okay, bitte den Kristall öffnen. Oh, wie süß das Tierchen ist. Okay, das kann ich auf jeden Fall ausrüsten. Jetzt bekomme ich 0,7 mal mehr Geld. Oh, das ist sehr nice. Und ich kann auch ein ganz kleines bisschen schneller laufen. Oh, wie cool ist das denn? Okay, ich kann jetzt hier wieder Punkte sammeln. Und wenn ich jetzt hier alles verkaufen gehe, wow, bekomme ich ein bisschen mehr Geld insgesamt. Das ist sehr nice. Dann würde ich sagen, ich spare, bis ich wieder 7.000 Geld bekomme. Und da kann ich mir den besseren Wurfstern holen. Jetzt habe ich schon 5.500 Geld. Das klappt so doll gut. Und du hast schon den besseren Wurfstern, den goldenen. Und ich habe jetzt 7.300 Geld. Und ich würde sagen, ich hole mir auch den nächsten Wurfstern. Sehr nice. Da bekomme ich dadurch nämlich noch ein bisschen mehr Geld. Das klappt sehr gut. Dann hole ich mir den hier insgesamt. Und der nächste kostet richtig, richtig doll viel Geld. Und mit dem goldenen Wurfstern bekomme ich jetzt richtig doll viele Punkte insgesamt. Und ich kann den wirklich so doll schnell werfen. Oh, sehr nice. Okay, mein Rucksack ist wieder voll. So, zack, zack, zack. Dann kann ich hier wieder ein paar Wurfsterne werfen. Dadurch bekomme ich wieder ein bisschen mehr Geld. Und ich würde sagen, Karte, als nächstes schalte ich das nächste Level frei. Und dann können wir zusammen da drüben ins Gebiet gehen. Okay, warte mal, Karte. Ich habe jetzt 12.000 Geld und 715 Geld für ein neues Tierchen. Dann kann ich mir hier ein neues Tier holen insgesamt. Und ich bin so gespannt, was ich bekomme. Und ja, wie süß. Eine kleine Katze. Das ist nice. Moment mal. Die kann ich jetzt hier auf jeden Fall auch ausrüsten. So, bitte die Katze auch ausrüsten. Jetzt habe ich zwei kleine Tierchen und dadurch bekomme ich noch ein bisschen mehr Geld. Das klappt richtig doll gut. Und ich kann mir jetzt hier auch das neue Level freischalten. Oh, sehr nice. Und Moment mal, Karte. Hier vorne im neuen Gebiet kann man sich hier auf jeden Fall ein paar Tierchen holen. Und die Tierchen kosten 3.500 Punkte. Und hier vorne können wir uns ein paar Effekte holen. Oh, das ist sehr nice. Moment mal, der erste Effekt ist dieser Blubber-Effekt. Der kostet 1.500. Den habe ich jetzt ausgerüstet. Und wir bekommen jetzt einfach das Doppelte an Punkten. Das ist wirklich so, 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 so nice. Oh, sehr nice. Jetzt habe ich hier überall diese Blubberblasen um mich drum herum. Und wenn wir jetzt was verkaufen, bekommen wir richtig, richtig doll viele Punkte. Das klappt so doll gut. Okay, dann kann ich auf jeden Fall das hier alles verkaufen. Jetzt habe ich gleich wieder 10.000 Geld. Dafür kann ich mir auf jeden Fall noch einen besseren Rucksack kaufen. Und wir können uns noch bessere Wurfsterne holen. Das ist sehr gut. Ich habe jetzt 12.000 Geld. Davon hole ich mir auf jeden Fall hier vorne einen besseren Rucksack. Bitte den hier holen. Sehr nice. Und jetzt kann ich 700 Punkte in meinem Rucksack drin lagern. Und warte mal, Kater, wie viel kostet hier der nächste Wurfstern insgesamt? Oh, Moment mal. Es gibt hier den roten Wurfstern für 19.000 und hier den blauen für 55.000. Dann würde ich sagen, Katja, ich spare, bis ich 55.000 Geld habe. Und Moment mal, Katja, ich kann mir noch zwei Tiere holen. Das ist nice. Okay, dann hole ich mir hier auf jeden Fall noch ein Tierchen. Oh, bitte noch ein Tierchen. Ich bin so doll gespannt. Und ich bekomme, oh, wieder ein blaues Tierchen. Das ist nice. Dann kann ich mir hier noch ein kleines Tier holen. So, bitte noch ein Tier insgesamt. Und zack. Die kann ich jetzt hier auf jeden Fall auch nochmal ausrüsten. Und ich kann auch den hier ausrüsten. Jetzt bekomme ich noch ein bisschen mehr Geld insgesamt. Das klappt wirklich richtig, richtig doll gut. Dann kann ich hier wieder alles verkaufen und ich habe schon 25.000 Geld. Und Moment mal, Kater, ich habe jetzt 56.000 Geld. Das bedeutet, ich kann mir hier auch den blauen Wurfstern holen und zack. Oh, sehr nett. Und der nächste kostet 100.000 Geld. Und man bekommt jetzt so schnell so viele Punkte insgesamt. Und Moment mal, der nächste Rucksack kostet 36.000 Geld. Oh, sehr nett. Und dann würde ich sagen, als nächstes hole ich mir den Rucksack. Dann kann ich das hier noch verkaufen. Jetzt habe ich eine
40.000 Geld und ich kann mir jetzt hier den besseren Rucksack holen. So, bitte den Rucksack insgesamt und jetzt kann ich 2.500 Punkte in meinem Rucksack lagern. Das ist so nice und der Rucksack sieht auch wirklich richtig doll süß aus. Oh, sehr cool. Oh, der Ninja-Simulator macht wirklich so doll viel Spaß. Wir haben richtig doll süße Tierchen, richtig doll coole Wurfsterne und vor allen Dingen auch einen riesen doll großen Rucksack. Oh, richtig doll cool. Oh, stimmt. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kascha vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.